Philippe Simet. Ich bin Philosoph und interessiere mich für die Frage, was die Architektur über unseren Lebensstil verrät. Entdecken Sie mit mir überall auf der Welt ungewöhnliche Wohnformen, deren Bedeutung und Besonderheiten. Tokio. Die 38-Millionen-Metropole wird oft als chaotisch und verwirrend beschrieben. Tatsächlich wirkt die Stadt wie ein Sammelsurium aus ultramodernen Wohnblöcken und winzigen Einfamilienhäusern. Sie wirken ein bisschen wie Legosteine, die jemand völlig planlos zusammengesetzt hat. Gleich zweimal wurde Tokio von der Landkarte getilgt. Zuerst 1923 durch ein schreckliches Erdbeben. Dann 1945 im Bombenhagel der US Army. Doch jedes Mal ist die Stadt aus der Asche auferstanden. Seitdem scheint sie sich ständig neu zu erfinden, um mit ihrem rasanten Expansionsdrang Schritt zu halten. Mit 13.500 Einwohnern pro Quadratkilometer ist Tokio eine der am dichtesten besiedelten Städte der Erde. Immer und überall fehlt es an Platz. Um sich dieser Situation anzupassen, gibt es eine architektonische Neuerung: die Mikrohäuser. Diese winzigen Häuschen wetteifern mit originellen Formen darum, sich sogar in die kleinsten Ritzen der Stadt einzufügen. Ich bin hier, um diese Mikrohäuser kennenzulernen, durch die das Leben in der Großstadt ein neues Gesicht bekommt. In Shibuya, einem der lebendigsten Stadtbezirke Tokios, befindet sich ein ungewöhnliches Häuschen, eingekeilt zwischen einem Parkplatz und einem Mietshaus. Hier lebt Satoishi mit seiner Familie. Hallo Satoishi. Guten Tag. Verrückt, diese Fassade. Ich kann kaum meine Arme ausstrecken. Das Haus ist 8 Meter breit. Nach hinten wird es größer. Kommen Sie rein. Danke. Wow. Herzlich willkommen. Verrückt. Von außen kommt einem das Haus sehr schmal vor. Aber innen ist reichlich Platz. Es gibt ein Wohnzimmer und sogar einen Garten. Das hätte ich nicht gedacht. Es ist sehr klein, aber außer dieser Etage gibt es einen Keller und einen ersten Stock. Da befindet sich das Bad, auf das ich sehr stolz bin. Bitte. Danke. Wow. Hierauf bin ich am meisten stolz. Warum ausgerechnet auf das Bad? Dieses Bad ist mit der Außenwelt verbunden. Morgens ist es sehr sonnig. Dann nehme ich ein heißes Bad und bin bereit für den Arbeitstag. Abends kann ich mich hier im Dunkeln herrlich entspannen. Und Musik hören kann ich auch. Ebenso das Zwitschern der Vögel oder das Murmeln eines Bachs. Dann vergesse ich alles um mich herum. Ein fantastischer Ort. Das ist das Schlafzimmer. Das Bett ist riesig, es füllt den ganzen Raum aus. Im Moment schlafen meine Tochter, meine Frau und ich hier. In Japan schläft die ganze Familie zusammen, wenn die Kinder noch klein sind. Das ist bei uns Tradition. Sie hat kein eigenes Zimmer? Mirokos Zimmer ist im Keller. Im Moment macht sie dort Hausaufgaben und übt Klavier und Trompete. Wenn sie größer ist, kann sie dort auch schlafen.
Mich verblüfft die Form ihres Hauses. Ist doch verrückt, dass man in Tokio auf so kleinen Grundstücken bauen kann. Das Grundstück ist 59 Quadratmeter groß. Aber weil es die Form einer Fahnenstange hat, ist die Grundfläche des Hauses wesentlich kleiner, nämlich 25 Quadratmeter. Wäre das Grundstück besser geschnitten, wäre es auch deutlich teurer gewesen. Dieses Grundstück stand nicht mal zum Verkauf. Da haben wir mit dem Besitzer geredet und er war einverstanden, diese kleine Parzelle für uns abzutrennen und an uns zu verkaufen. Solche Grundstücke werden normalerweise vererbt und in dieser Gegend findet man so etwas sonst gar nicht. Das ist das erste Mal seit 13 Jahren, dass hier überhaupt eins verkauft wurde. Konnten Sie sich damals vorstellen, auf 25 Quadratmetern Fläche zu leben? Zuerst dachte ich, dass man hier nicht wohnen kann. Doch inzwischen denke ich anders. Denn wir bewohnen ja nicht nur eine Fläche, sondern einen Raum, einen Würfel. Auch wenn die Grundfläche klein ist, wenn man sie in drei Etagen übereinander stapelt, wie Lego-Steine, werden aus den 25 plötzlich 80 Quadratmeter. Die kleinen Flächen erfordern höchste Funktionalität bei der Raumnutzung. Gleichzeitig wissen Sie, dass Ihr Haus von gigantischen freien Räumen umgeben ist. Das ist doch paradox. Hier zu wohnen bedeutet für uns nicht nur Essen und Schlafen. Es geht uns auch darum, das Außergewöhnliche zu genießen. Wenn es keine funktionelle Schönheit gibt und alles chaotisch durcheinander gewürfelt ist, kann man nicht gut leben. Shibuya ist ein ganz neues Viertel und versprüht sehr viel Energie. Wir haben direkt vor der Tür dieses pulsierende Viertel, in dem man sich gut amüsieren kann. Und wenn wir dann zurückkommen, können wir uns entspannen. Damit haben wir zwei kostbare Dinge auf einmal. Für mich funktionieren diese Mikrohäuser wie Schalter. Man kann sich in die Energie der Stadt einklinken, sich von ihr elektrisieren lassen. Aber man kann sich auch wieder ausklinken, wenn man spürt, dass es zu viel wird. Möchtest du Kekse mit warmer Milch? Und Sie einen Kaffee? Gern, danke. Das wird aber nicht leicht. Sonst trinke ich einen Tee. Wenn das Blinken aufgehört hat, auf den Knopf drücken. Auf den großen. Sie bewegt sich nicht mal. Danke. Vielen Dank. Wenn ich recht verstanden habe, ist das hier sowohl die Küche als auch das Wohn-Esszimmer. Genau. Hier ist die Küche, aber man kann sie hinter diesen Türen verschwinden lassen. So kann man die Küche verstecken. Das ist praktisch. Aber wann öffnen oder schließen Sie die Türen? Wenn ich Gäste habe und mir die Unordnung hier peinlich ist, mache ich zu. So ist es hier schön. Und wir können es uns gemütlich machen. Egal wie unaufgeräumt es sonst ist. Kommst du klar? Sehr gut. Dieser Raum ist sehr funktional. Aber wäre es Ihnen nicht lieber, wenn er etwas größer wäre? Nein, ganz und gar nicht. Wissen Sie, meine Eltern leben in einem alten japanischen Haus. Es hat insgesamt 13 Zimmer. Als Kind machte mir diese Größe immer ein bisschen Angst, weil so viele Zimmer gar nicht genutzt wurden, wusste ich auch nie so genau, wo ich mich aufhalten sollte. Dieses Haus ist zwar klein, aber jedes Zimmer hat seinen Zweck. Außerdem habe ich alles, was mir wichtig ist, in der Nähe. Fotos der Katze, die ich mal hatte, oder Basteleien meiner Tochter. Die Dinge, die ich mag, sind ganz nah bei mir.
Und gerade weil es klein ist, fühle ich mich umso geborgener und kann mich gut entspannen. Wenn man sie so hört, versteht man, dass das Haus eine Verlängerung des eigenen Ichs ist. Dass nicht so sehr die Größe zählt, sondern wie sehr man sich mit ihm verbunden fühlt. Diese enge Beziehung zu einem so kleinen Raum erstaunt mich. Sie ist zwar einerseits Ausdruck einer familiären Idylle, zeugt aber andererseits auch von einem Rückzug, der nur schwer nachvollziehbar ist. Weckt die Enge dieser Häuser nicht eher das Bedürfnis, auszubrechen? Wie schafft man sich Privatsphäre an einem Ort, an dem Raum zwangsläufig gemeinsam genutzt wird? Wie leben junge Menschen und insbesondere Paare in diesen Häusern? Im Arbeiterviertel Ota schmiegen sich diese neuen Mikrohäuser wie Zwiebelschalen auf engstem Raum aneinander. Vor einem dieser Häuser wartet Nami mit einer Freundin auf mich. Nami wohnt mit ihrer Schwester und ihren Eltern auf 60 Quadratmeter. Sie wird mir zeigen, wie sie diese räumliche Enge mit ihrem Bedarf nach Intimsphäre vereinbart. Hallo. Guten Tag. Sie genießen die Sonne. Bei dem schönen Wetter mache ich mir die Nägel lieber draußen als drinnen. Möchten Sie hereinkommen? Gerne, danke. Bitte. Gehen wir. Hier ist das Erdgeschoss. Und hier ist die erste Etage mit der Küche. Mein Zimmer ist oben. Das ist mein Zimmer. Es passt nur einer hinein. Gehen Sie ruhig. Wow. Wirklich winzig. Es ist wirklich klein. Aber weil ich nur zum Schlafen hier bin und mich sonst im Wohnzimmer oder so aufhalte, macht mir das gar nichts aus. Sie sind eine junge Frau von 28 Jahren, sind berufstätig und wohnen noch bei ihren Eltern in einem winzigen Haus. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie Sie hier leben. In Japan leben wie ich noch viele mit über 20 bei ihren Eltern. Oft noch so lange, bis sie heiraten. Bei meiner großen Schwester ist das auch so. Leiden Sie nicht darunter, auf so kleiner Fläche zu leben, mit einem Mini-Badezimmer, einer Miniaturküche und einem winzigen Zimmer? Nein, ich bin ja nicht die ganze Zeit zu Hause. Ich treffe mich zum Beispiel mit meinen Freunden irgendwo zum Essen. Zu Hause bin ich nur, um mit der Familie zu essen und zu schlafen. Dafür reicht mir der Platz. Eine Sache beschäftigt mich trotzdem. Wie schaffen Sie es, auf so engem Raum etwas Privatsphäre zu haben? Wenn man zum Beispiel einen Freund hat, machen viele es so, dass er nicht zu Besuch kommt, sondern man trifft sich dann in einem Love-Hotel. Manche Häuser haben auch nur eine Dusche. Wenn die Leute baden wollen, gehen sie eben in ein öffentliches Badehaus oder machen einen Ausflug zu einer heißen Quelle. Und wenn man keine Haustiere halten darf, aber zum Beispiel Katzen mag, geht man in ein spezielles Café, wo man mit Katzen spielen kann. Oder wenn im eigenen Haus oder Zimmer kein Platz für Bücher ist, kann man ins Manga-Café gehen und dort lesen. Da entlang? Hier stehen Mangas für Mädchen, dort für Jungs. Verstehe. Hier für Mädchen, da für Jungs.
Hier geht's zu den Duschen. Die sind nur für Frauen. Hier kann man lesen oder im Internet surfen. Hat man die letzte U-Bahn verpasst, kann man hier auch schlafen und duschen. Ich lese dann mal mein Manga. Auf Wiedersehen. Au revoir. Tschüss. Das Haus zu verlassen, weil dort so wenig Platz zum Lesen ist, und dann ein Café zu besuchen, das noch enger ist, erscheint mir paradox. Aber für 3 Euro pro Stunde sind diese Manga-Cafés Tag und Nacht gut besucht und zeigen, dass die Mikrohäuser nur funktionieren, weil die ganze Stadt als erweitertes Wohnzimmer konzipiert ist und beide eine Symbiose eingehen. Eins bedingt das andere. Alle Läden und Dienstleistungen sind in greifbarer Nähe und erweitern den privaten Raum. Öffentliche Plätze ersetzen private Gärten, die zahllosen Restaurants das Esszimmer. Und Automaten an jeder Straßenecke ergänzen den heimischen Kühlschrank. Mit meinem inzwischen geschärften Blick stelle ich fest, dass es die Mikrohäuser überall gibt. Als Gegenentwurf zu einer überdimensionalen städtischen Bebauung und oft stark genormten Gebäuden gelingt es diesen kleinen architektonischen Objekten, die Stadt ein Stück menschlicher zu machen. Der städtische Raum wird quasi gezähmt und es entsteht ein bunt zusammengewürfeltes, spielerisches Straßenbild. Ich treffe mich mit dem Architekten Manabu Naya, der in Shibuya eines der kleinsten Häuser gebaut hat, das man sich vorstellen kann. Es hat nur 16 Quadratmeter Grundfläche. Ich hoffe, von ihm mehr über Tokios städtebauliche Ordnung zu erfahren, die diese Gegensätze aus Mikrohäusern auf der einen und gigantischen Bauten auf der anderen Seite verbindet. Mich fasziniert in Tokio, dass hier kein Haus dem anderen gleicht. Form und Größe sind immer unterschiedlich. Oft versteht man nicht, wie die Häuser auf den Grundstücken angeordnet wurden. Teilweise wirkt das chaotisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Japan in Ruinen. Eine nennenswerte Stadtplanung gab es nicht. Aber es kamen immer mehr Menschen vom Land nach Tokio. Und so wurde daraus eine der größten Städte der Welt. Die Grundstückspreise stiegen immer weiter und die Menschen suchten in den Vororten nach Wohnungen. Aber um von außerhalb in die Stadt zu fahren, braucht man für einen Weg schon 1 bis 1,5 Stunden. Zum täglichen Pendeln ist das also sehr weit. Daher wohnen die Leute lieber auf kleineren Grundstücken in der Stadt, die sie zum Beispiel von ihren Eltern geerbt haben, und bauen dort schmale, hohe Häuser. Solche Häuserblöcke gibt es inzwischen viele. Aber wie findet man überhaupt so kleine Grundstücke? Grundsätzlich darf man nach japanischem Recht ein Grundstück bebauen, das an der Straßenseite 2 Meter breit ist. Doch das Gesetz legt keine Mindestfläche fest, so dass man im Extremfall Häuser mit 15 oder 20 Quadratmeter Grundfläche findet. Normalerweise suchen potenzielle Käufer in Tokio nach Grundflächen von 27 bis 30 Quadratmetern. Man hat also gar keine andere Möglichkeit, als vertikal zu wohnen. Diese Lücken zwischen den Häusern sind schon merkwürdig. In einer Stadt mit so dringendem Platzbedarf kommt einem das wie verschenkter Raum vor. Wenn man in Japan ein Haus in einem Wohngebiet baut, muss es 50 cm Abstand von der Grundstücksgrenze haben. So kann die Luft besser zirkulieren und es kommt auch etwas mehr Licht hinein. Das ist besser zum Wohnen. Ich zeige Ihnen mal das Haus, das ich in dieser Gegend gebaut habe. Dieses da? Ja. Wow. 3 Etagen. Ja, 3 Fenster. Ich hätte nicht gedacht, dass man auf so kleiner Fläche bauen kann. Als ich mich hier zum ersten Mal mit meinem Kunden treffen sollte, bin ich glatt vorbeigelaufen. Dann bin ich nochmal zurückgegangen und war erstaunt. Das Grundstück ist so klein, dass ich lachen musste. Gehen wir? Ja. Die
Dieses über drei Stockwerke gebaute Haus unterteilt sich innen in 7 Halbgeschosse, die sich wie Plattformen um eine Mitteltreppe anordnen. Das ist geschickt gelöst. Aber Manabu hält sich damit nicht auf und führt mich direkt zur Dachterrasse. Wow. Unglaublich. Der Blick dort hinüber ist genial. Das Erstaunliche auf dieser Terrasse ist, man merkt erst hier, wie klein die bebaute Fläche ist, während man es im Inneren des Hauses völlig vergisst. Beim Bauen gibt es alle möglichen Tricks, da geht es nicht immer nur um Zahlen. Wenn man aus einem kleinen Raum in einen größeren kommt, fühlt sich das Ganze größer an. Diesen Trick habe ich hier mehrmals eingesetzt. Als ich zum ersten Mal im fertigen Haus nach oben kam, hätte ich nicht gedacht, dass man von hier aus so viele Dächer sehen kann. Das hat man nicht oft in Tokio, ich war wirklich erstaunt. Man ist umringt von Hochhäusern. Das ist wie ein Talkessel mitten in der Stadt. So langsam wird es. Zu einem Mikrohaus gehört natürlich auch ein Mikrogrill. Satoishi hat mich eingeladen. In seinem Mikrogarten unter freiem Himmel genießt er eine kleine Auszeit. Ein geschützter Raum, der die Familie zusammenbringt. Riecht gut. Oh la la! C'est super! Super! Merci. Danke. Ah oui, un petit bout de saucisse. Ein Würstchen. Super. Vielen Dank. Merci. Et vous en faites souvent? Grillen Sie oft? Hi. Ja. Es kommen auch Freunde her. Ihre Freunde. Es ist toll, in der Großstadt zu Hause grillen zu können. Das sind Bohnen. Oui, c'est des fèves. Sie können aber gut mit Stäbchen umgehen. Wirklich ganz fantastisch. Bohnen mit Stäbchen zu essen ist schwierig. Japaner benutzen Bohnen zum Üben. So. Mir kommt Ihr Mikrohaus mitten in Tokio wie eine Schmuckschatulle vor, in der Sie Ihren kostbarsten privaten Besitz bewahren. So ist es. Ein Ort, an dem die Familie zusammenkommen kann. In Japan gibt es dieses Konzept von Hare und Ke. Ke ist das Alltägliche. Wenn sich zu viel Alltägliches anhäuft, wird es befleckt. Und um diesen Schmutz loszuwerden, braucht man einen heiteren Ort. Das ist dann Hare. So habe ich mir dieses Haus vorgestellt. Als heiteren Ort, an dem man glücklich sein kann. So ein Ort sollte dieses Haus sein. 1, 2, 3, Kampai! Kampai! Am Ende meiner Reise habe ich viel von diesen Mikrohäusern gelernt. Angesichts des Platzmangels in den meisten Weltmetropolen sind sie eine erfrischende Alternative inmitten von Wohnsilos und Einfamilienhäusern. Besonders fällt mir aber auf, dass sie einen Gegenentwurf zu der Massenproduktion bilden, die so typisch für das 20. Jahrhundert war. Denn diese Mikrohäuser verkörpern eine andere Kultur. Sie sind maßgeschneidert für Leute, die die Nachteile der Großstadt vermeiden
aber dennoch von allen Annehmlichkeiten profitieren möchten, die das Leben in einer Metropole bietet. Bauen kann. Das Grundstück ist 59 Quadratmeter groß. Aber weil es die Form einer Fahnenstange hat, ist die Grundfläche des Hauses wesentlich kleiner, nämlich 25 Quadratmeter. Wäre das Grundstück besser geschnitten, wäre es auch deutlich teurer gewesen. Dieses Grundstück stand nicht mal zum Verkauf. Da haben wir mit dem Besitzer geredet und er war einverstanden, diese kleine Parzelle für uns abzutrennen und an uns zu verkaufen. Solche Grundstücke werden normalerweise vererbt und in dieser Gegend findet man so etwas sonst gar nicht. Das ist das erste Mal seit 13 Jahren, dass hier überhaupt eins verkauft wurde. Konnten Sie sich damals vorstellen, auf 25 Quadratmetern Fläche zu leben? Zuerst dachte ich, dass man hier nicht wohnen kann. Doch inzwischen denke ich anders. Denn wir bewohnen ja nicht nur eine Fläche, sondern einen Raum, einen Würfel. Auch wenn die Grundfläche klein ist, wenn man sie in drei Etagen übereinander stapelt, wie Lego-Steine, werden aus den 25 plötzlich 80 Quadratmeter. Die kleinen Flächen erfordern höchste Funktionalität bei der Raumnutzung. Gleichzeitig wissen Sie, dass Ihr Haus von gigantischen freien Räumen umgeben ist. Das ist doch paradox. Hier zu wohnen bedeutet für uns nicht nur Essen und Schlafen. Es geht uns auch darum, das Außergewöhnliche zu genießen. Wenn es keine funktionelle Schönheit gibt und alles chaotisch durcheinandergewürfelt ist, kann man nicht gut leben. Shibuya ist ein ganz neues Viertel und versprüht sehr viel Energie. Wir haben direkt vor der Tür dieses pulsierende Viertel, in dem man sich gut amüsieren kann. Und wenn wir dann zurückkommen, können wir uns entspannen. Damit haben wir zwei kostbare Dinge auf einmal. Für mich funktionieren diese Mikrohäuser wie Schalter. Man kann sich in die Energie der Stadt einklinken, sich von ihr elektrisieren lassen. Aber man kann sich auch wieder ausklinken, wenn man spürt, dass es zu viel wird. Möchtest du Kekse mit warmer Milch? Und Sie einen Kaffee? Gern, danke. Das wird aber nicht leicht. Sonst trinke ich einen Tee. Wenn das Blinken aufgehört hat, auf den Knopf drücken. Auf den großen. Sie bewegt sich nicht mal. Danke. Vielen Dank. Wenn ich recht verstehe, Ausdruck einer familiären Idylle, zeugt aber andererseits auch von einem Rückzug, der nur schwer nachvollziehbar ist. Weckt die Enge dieser Häuser nicht eher das Bedürfnis, auszubrechen? Wie schafft man sich Privatsphäre an einem Ort, an dem Raum zwangsläufig gemeinsam genutzt wird? Wie leben junge Menschen und insbesondere Paare in diesen Häusern? Im Arbeiterviertel Ota schmiegen sich diese neuen Mikrohäuser wie Zwiebelschalen auf engstem Raum aneinander. Vor einem dieser Häuser wartet Nami mit einer Freundin auf mich. Nami wohnt mit ihrer Schwester und ihren Eltern auf 60 Quadratmeter. Sie wird mir zeigen, wie sie diese räumliche Enge mit ihrem Bedarf nach Intimsphäre vereinbart. Hallo. Guten Tag. Sie genießen die Sonne. Bei dem schönen Wetter mache ich mir die Nägel lieber draußen als drinnen. Möchten Sie hereinkommen? Gerne, danke. Bitte. Gehen wir. Hier ist das Erdgeschoss. Und hier ist die erste Etage mit der Küche. Mein Zimmer ist oben. Das ist mein Zimmer. Es passt nur einer hinein. Gehen Sie ruhig. Wow. Wirklich winzig. Es ist wirklich klein. Aber weil ich nur zum Schlafen hier bin und mich sonst im Wohnzimmer oder so aufhalte, macht mir das gar nichts aus.
Sie sind eine junge Frau von 28 Jahren, sind berufstätig und wohnen noch bei ihren Eltern in einem winzigen Haus. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie Sie hier leben. In Japan leben wie ich noch viele mit über 20 bei ihren Eltern. Oft noch so lange, bis sie heiraten. Bei meiner großen Schwester ist das auch so. Leiden Sie nicht darunter, auf so kleiner Fläche zu leben, mit einem Mini-Badezimmer, einer Miniaturküche und einem winzigen Zimmer? Nein, ich bin ja nicht die ganze Zeit zu Hause. Ich treffe mich zum Beispiel mit meinen Freunden irgendwo zum Essen. Zu Hause bin ich nur, um mit der Familie zu essen und zu schlafen. Dafür reicht mir der Platz. Eine Sache beschäftigt mich trotzdem. Bannen. Damit haben wir zwei kostbare Dinge auf einmal. Für mich funktionieren diese Mikrohäuser wie Schalter. Man kann sich in die Energie der Stadt einklinken, sich von ihr elektrisieren lassen. Aber man kann sich auch wieder ausklinken, wenn man spürt, dass es zu viel wird. Möchtest du Kekse mit warmer Milch? Und Sie einen Kaffee? Gern, danke. Das wird aber nicht leicht. Sonst trinke ich einen Tee. Wenn das Blinken aufgehört hat, auf den Knopf drücken. Auf den großen. Sie bewegt sich nicht mal. Danke. Vielen Dank. Wenn ich recht verstanden habe, ist das hier sowohl die Küche als auch das Wohn-Esszimmer? Genau. Hier ist die Küche, aber man kann sie hinter diesen Türen verschwinden lassen. So kann man die Küche verstecken. Das ist praktisch. Aber wann öffnen oder schließen Sie die Türen? Wenn ich Gäste habe und mir die Unordnung hier peinlich ist, mache ich zu. So ist es hier schön. Und wir können es uns gemütlich machen. Egal wie unaufgeräumt es sonst ist. Kommst du klar? Sehr gut. Dieser Raum ist sehr funktional. Aber wäre es Ihnen nicht lieber, wenn er etwas größer wäre? Nein, ganz und gar nicht. Wissen Sie, meine Eltern leben in einem alten japanischen Haus. Es hat insgesamt 13 Zimmer. Als Kind machte mir diese Größe immer ein bisschen Angst, weil so viele Zimmer gar nicht genutzt wurden, wusste ich auch nie so genau, wo ich mich aufhalten sollte. Dieses Haus ist zwar klein, aber jedes Zimmer hat seinen Zweck. Außerdem habe ich alles, was mir wichtig ist, in der Nähe. Fotos der Katze, die ich mal hatte, oder Basteleien meiner Tochter. Die Dinge, die ich mag, sind ganz nah bei mir. Und gerade weil es klein ist, fühle ich mich umso geborgener und kann mich gut entspannen. Wenn man sie so hört, versteht. Mich verblüfft die Form Ihres Hauses. Ist doch verrückt, dass man in Tokio auf so kleinen Grundstücken bauen kann. Das Grundstück ist 59 Quadratmeter groß. Aber weil es die Form einer Fahnenstange hat, ist die Grundfläche des Hauses wesentlich kleiner, nämlich 25 Quadratmeter. Wäre das Grundstück besser geschnitten, wäre es auch deutlich teurer gewesen. Dieses Grundstück stand nicht mal zum Verkauf. Da haben wir mit dem Besitzer geredet und er war einverstanden, diese kleine Parzelle für uns abzutrennen und an uns zu verkaufen.
Solche Grundstücke werden normalerweise vererbt und in dieser Gegend findet man so etwas sonst gar nicht. Das ist das erste Mal seit 13 Jahren, dass hier überhaupt eins verkauft wurde. Konnten Sie sich damals vorstellen, auf 25 Quadratmetern Fläche zu leben? Zuerst dachte ich, dass man hier nicht wohnen kann. Doch inzwischen denke ich anders. Denn wir bewohnen ja nicht nur eine Fläche, sondern einen Raum, einen Würfel. Auch wenn die Grundfläche klein ist, wenn man sie in drei Etagen übereinander stapelt, wie Lego-Steine, werden aus den 25 plötzlich 80 Quadratmeter. Die kleinen Flächen erfordern höchste Funktionalität bei der Raumnutzung. Gleichzeitig wissen Sie, dass Ihr Haus von gigantischen freien Räumen umgeben ist. Das ist doch paradox. Hier zu wohnen bedeutet für uns nicht nur Essen und Schlafen. Es geht uns auch darum, das Außergewöhnliche zu genießen. Wenn es keine funktionelle Schönheit gibt und alles chaotisch durcheinandergewürfelt ist, kann man nicht gut leben. Shibuya ist ein ganz neues Viertel und versprüht sehr viel Energie. Wir haben direkt vor der Tür dieses pulsierende Viertel, in dem man sich gut amüsieren kann. Und wenn wir dann zurückkommen, können wir uns entspannen. Damit haben wir zwei kostbare Dinge auf einmal. Für mich funktionieren diese Mikrohäuser wie Schalter. Man kann sich in die Energie der Stadt einklinken, sich von ihr elektrisieren lassen. Aber man kann sich auch wieder ausklinken, wenn man spürt, dass es zu viel wird. Möchtest du Kekse mit warmer Milch? Und Sie einen Kaffee? Gern, danke. Das wird aber nicht leicht. Sonst trinke ich. Ist das auch so? Leiden Sie nicht darunter, auf so kleiner Fläche zu leben, mit einem Mini-Badezimmer, einer Miniaturküche und einem winzigen Zimmer? Nein, ich bin ja nicht die ganze Zeit zu Hause. Ich treffe mich zum Beispiel mit meinen Freunden irgendwo zum Essen. Zu Hause bin ich nur, um mit der Familie zu essen und zu schlafen. Dafür reicht mir der Platz. Eine Sache beschäftigt mich trotzdem. Wie schaffen Sie es, auf so engem Raum etwas Privatsphäre zu haben? Wenn man zum Beispiel einen Freund hat, machen viele es so, dass er nicht zu Besuch kommt, sondern man trifft sich dann in einem Love-Hotel. Manche Häuser haben auch nur eine Dusche. Wenn die Leute baden wollen, gehen sie eben in ein öffentliches Badehaus oder machen einen Ausflug zu einer heißen Quelle. Und wenn man keine Haustiere halten darf, aber zum Beispiel Katzen mag, geht man in ein spezielles Café, wo man mit Katzen spielen kann. Oder wenn im eigenen Haus oder Zimmer kein Platz für Bücher ist, kann man ins Manga-Café gehen und dort lesen. Da entlang? Hier stehen Mangas für Mädchen, dort für Jungs. Verstehe. Hier für Mädchen, da für Jungs. Hier geht's zu den Duschen. Die sind nur für Frauen. Hier kann man lesen oder im Internet surfen. Hat man die letzte U-Bahn verpasst, kann man hier auch schlafen und duschen. Ich lese dann mal mein Manga. Auf Wiedersehen. D'accord. Au revoir. Tschüss. Da
Das Haus zu verlassen, weil dort so wenig Platz zum Lesen ist, und dann ein Café zu besuchen, das noch enger ist, erscheint mir paradox. Aber für 3 Euro pro Stunde sind diese Manga-Cafés Tag und Nacht gut besucht. Morgens ist es sehr sonnig. Dann nehme ich ein heißes Bad und bin bereit für den Arbeitstag. Abends kann ich mich hier im Dunkeln herrlich entspannen. Und Musik hören kann ich auch. Ebenso das Zwitschern der Vögel oder das Murmeln eines Bachs. Dann vergesse ich alles um mich herum. Ein fantastischer Ort. Das ist das Schlafzimmer. Das Bett ist riesig, es füllt den ganzen Raum aus. Im Moment schlafen meine Tochter, meine Frau und ich hier. In Japan schläft die ganze Familie zusammen, wenn die Kinder noch klein sind. Das ist bei uns Tradition. Sie hat kein eigenes Zimmer? Mirokos Zimmer ist im Keller. Im Moment macht sie dort Hausaufgaben und übt Klavier und Trompete. Wenn sie größer ist, kann sie dort auch schlafen. Mich verblüfft die Form ihres Hauses. Ist doch verrückt, dass man in Tokio auf so kleinen Grundstücken bauen kann. Das Grundstück ist 59 Quadratmeter groß. Aber weil es die Form einer Fahnenstange hat, ist die Grundfläche des Hauses wesentlich kleiner, nämlich 25 Quadratmeter. Wäre das Grundstück besser geschnitten, wäre es auch deutlich teurer gewesen. Dieses Grundstück stand nicht mal zum Verkauf. Da haben wir mit dem Besitzer geredet und er war einverstanden, diese kleine Parzelle für uns abzutrennen und an uns zu verkaufen. Solche Grundstücke werden normalerweise vererbt und in dieser Gegend findet man so etwas sonst gar nicht. Das ist das erste Mal seit 13 Jahren, dass hier überhaupt eins verkauft wurde. Konnten Sie sich damals vorstellen, auf 25 Quadratmetern Fläche zu leben? Zuerst dachte ich, dass man hier nicht wohnen kann. Doch inzwischen denke ich anders. Denn wir bewohnen ja nicht nur eine Fläche, sondern einen Raum, einen Würfel. Auch wenn die Grundfläche klein ist, wenn man sie in 3 Etagen übereinander stapelt, wie Lego-Steine, werden aus den 25 plötzlich 80 Quadratmeter. Die kleinen Flächen erfordern höchste Funktionalität bei der Raumnutzung. Gleichzeitig wissen Sie, dass Ihr